Guten Morgen miteinander. Wir starten in die Strukturgleichungsmodelle in den multivariaten Verfahren. Die Strukturgleichungsmodelle sind ganz allgemein ein ja, sehr sozialwissenschaftlich, psychologisch gefärbtes Thema mittlerweile. Dort werden sie sehr viel verwendet für uns, als die wir doch zum Großteil auch Psychologinnen und Psychologen sind, ist es sozusagen deshalb ein wichtiger Bezugspunkt, weil die Literatur voll mit ihnen ist. Historisch kommen sie eigentlich eher, würde man sagen, aus der Ökonometrie und auch in der Genetik zum Beispiel finden sich frühe Formen davon. Ich habe versucht, in dieser Vorlesung, die sich wahrscheinlich über mehrere Videos erstrecken wird, habe ich versucht, einen relativ großen Bogen zu schlagen, der die Strukturgleichungsmodelle in ihrer Allgemeinheit einführt und der dann zeigt, dass das, was wir sehr viel, tatsächlich noch mehr als Strukturgleichungsmodelle im engeren Sinne verwenden in der Psychologie, nämlich Faktorenanalysen, dass dies wiederum letztlich ein Spezialfall der Strukturgleichungsmodelle ist. Und man kann das ein bisschen übertreiben mit der Systematik, das sehen wir dann Anfang des nächsten Videos. Heute führen wir nur so hin. Und im nächsten Video sehen wir dann, dass man, wenn man das richtig zu Ende denkt und durchdenkt, das allgemeine lineare Modell, wie wir es kennen, auch nur, oder die Regression, sagen wir mal, und damit die ANOVA und damit der T-Test, Spezialfälle von Strukturgleichungsmodellen sind. Also, wir schwingen jetzt das ganz große Rad quasi und gucken uns was an, was unglaublich allgemeingültig eigentlich ist. Die zugrunde liegende Idee, und deshalb habe ich sie auch mal ein bisschen anders formuliert, ist eigentlich, dass wir jetzt neu einführen, sogenannte latente Variablen. Was latente Variablen sind, ist euch, glaube ich, geläufig. Haben wir sogar in diesem Modul auch nochmal eingeführt. Wir haben es definiert. Aber wir werden heute nochmal eine neue, heute und nächstes Mal, muss man sagen, die mathematische Realität von latenten Variablen kennenlernen. Wenn man Strukturgleichungsmodelle bei Google eingibt, passiert irgendwie sowas. Zumindest, wenn man auf Images geht. Strukturgleichungsmodelle, obwohl da das Wort Gleichung drin steht, sind für uns fast enger damit verbunden, dass grafische Lösungen solcher Modelle gezeigt werden. Und irgendwas hat es mit Kästchen, mit Kreisen und mit Pfeilen zu tun. Das ist natürlich auch gefährlich, weil man ja auch sagen könnte, ja gut, jedes Diagramm, was irgendjemand mal zeichnet mit Kästchen und Kreisen, ist ein Strukturgleichungsmodell. Ganz so ist es dann doch nicht. Schauen wir mal, ob die nächste Folie funktioniert. Ich wollte gerne ein bisschen mit einem einfachen Beispiel mich dem ganzen Problem annähern. Deshalb plumpe Frage an euch. Wie viele Tiere sehen wir hier eigentlich? Wir sehen da irgendwie zwar so ein rosa Seeungeheuer, aber die Frage ist, ist es ein Seeungeheuer oder sind es mehrere? Wenn ihr es mal ein bisschen anschaut, kann man irgendwie zu dem Schluss kommen, dass irgendwie es vielleicht zwei sein könnten. Wir haben also gerade einen Schluss gemacht, oder wir haben aus beobachteten Daten, die irgendwie miteinander sich bewegt haben oder auch unabhängig voneinander sich bewegt haben, letztlich geschlossen auf etwas zugrunde liegendes, um das mit diesem Bild mal ein bisschen zu übertreiben. Wie ist es hier? Das ist nämlich anders, oder? Hier hat man den Eindruck, alle drei beobachteten Variablen, um gleich mal schon ein bisschen zum Ziel zu streben, alle drei beobachteten Variablen hängen eigentlich sehr eng zusammen, beziehungsweise wir können gar nicht, wenn wir genau hingucken, sieht das eigentlich aus, als wäre das wie so eine Puppe. Jetzt wäre das quasi fest miteinander verbunden, also ist letztlich ein Tier, ja? Ein Wesen, ein Unterseewesen. Einen haben wir noch. Hier. Ich meine, natürlich gibt es mehrere Möglichkeiten. Natürlich könnte dies für die Schlaumeier unter uns, natürlich könnte dies jetzt auch irgendwie ein wiggly Seeschlangentier sein, was es schafft, also sozusagen seinen Schwanz und seinen Körper und seinen Kopf irgendwie so ganz
unabhängig voneinander zu bewegen. Aber was jetzt, um im Bild zu bleiben, wahrscheinlicher hier der Fall ist, ist, dass wir vielleicht tatsächlich drei getrennte Entitäten, drei getrennte Tiere hier beobachtet haben. Was wir jetzt also in diesem kleinen Beispiel gemacht haben, ist, wir haben aus, wir können ja offen miteinander sprechen, aus Kovarianzen, die da waren. Wenn man sich sozusagen die Bewegung über die Zeit wie eine Messreihe vorstellt, kann man sagen, ja, also in dem Fall, wo es halt nur ein Tier war, hatten diese drei Beobachtungen, die ich da hatte, über Wasser, die waren so eng verknüpft, dass ich sie eigentlich auch irgendwie wahrscheinlich mit, ich hätte auch sagen können, das ist halt ein Tier. Und unser Wahrnehmungsapparat hat das letztlich auch getan. Und die Frage ist, wie man sowas mathematisch machen könnte und wie man sowas einfach auch überprüfen kann. Quasi. Darum wird es nämlich in den Strukturgleichungsmodellen gehen. Das auch gleich einmal vorneweg. Strukturgleichungsmodelle sind eigentlich ein strukturprüfendes Verfahren. Also, die testen letztlich Hypothesen darüber, wie viel Ungeheuer da eigentlich so sind. Man kann das ein bisschen formalisieren. Man kann sagen, was wir gerade angeschaut haben, waren drei Beobachtungen, drei Variablen, oder nicht drei Beobachtungen, sondern drei beobachtete Variablen, drei manifeste Variablen. Ich wechsle jetzt hier ein bisschen die Farbe, wir lassen das mit den Seeungeheuern hinter uns und könnten sagen, wir haben drei Variablen gemessen, das könnten zum Beispiel drei Items in einem Fragebogen sein, ja? X, Y und Z. Ergibt irgendwie drei Spalten in unserem, in unserer Datenauswertung. Drei Variablen. Und die Frage ist, gibt es eine zugrunde liegende Struktur? Gibt es eine Variable, hier mal noch mit Fragezeichen versehen, die wir ja dann latent nennen würden, weil wir sie gar nicht beobachtet haben? Um im Bild der Ungeheuer zu bleiben, weil sie unter Wasser ist, weil sie sich unserer Beobachtung eigentlich selbst entzieht und wir nur das Abbild dieser Variablen sehen. Wenn es keine Struktur gibt, dieser drei Variablen, keine gemeinsame Struktur, dann bedeutet es, diese drei Variablen haben eben nichts miteinander zu tun. Im Ungeheuerbild drei Seeungeheuer, drei Tiere, deren Trajektorie, deren Bewegung wir gemessen haben. Das würde bedeuten, in unserer geometrischen Sprache, diese Variablen als Vektoren repräsentiert stehen orthogonal zueinander. Hier die rechten Winkel bitte beachten. X, Y, Z. Ja. Und man würde deshalb dann sagen können, und das ist eigentlich auch schon die Grundidee aller Analysen zu latenten Variablen, egal ob sie als Canonical Correlation, als Faktorenanalyse, als Strukturgleichungsmodell im engeren Sinne uns entgegentreten. Wenn dies die Situation hier ist, dann kann ich, dann kann ich gerne diese latente Variable quasi wegstreichen, dann verpufft die, dann gibt es nämlich keine. Es gibt sozusagen keine sinnvolle Art, diese drei Variablen irgendwie zu bündeln oder sie haben keine gemeinsame Struktur, mit denen ich sie beschreiben kann. In dieser Situation jetzt ist es leicht anders. Also immer noch drei Variablen x, y, z, die ich gemessen habe, aber die geometrische Konfiguration dieser drei Variablen x, y, z oder sagen wir dieser Messung hier ist ganz anders. Hier haben wir Variablen, die ja relativ kleine Winkel miteinander beschreiben und entsprechend eine relativ große Korrelation wahrscheinlich. Und was ich jetzt hier eigentlich tue, wenn ich sage, gibt es eine latente Variable, gibt es eine Variable, die ich heranziehen könnte, um diese drei zu beschreiben. Und zwar entweder, weil es wie bei den Seeungeheuern eigentlich diese latente Variable ist, die diese drei Variablen hervorgebracht hat, oder einfach als mathematische Convenience, also als, weil es einfach praktischer ist vielleicht, Stichwort Multikollinearität. Es ist vielleicht einfach praktischer, drei Variablen, die eh sehr hoch miteinander korreliert sind, auszudrücken als linear
Kombination ihrer. Ich könnte also vielleicht sagen, diese drei Variablen, die so konfiguriert sind, dass sie eigentlich miteinander relativ hohe Kovarianzen aufweisen, die kann ich gut ausdrücken in einer Variable, einer Linearkombination dieser drei. Und an der Stelle auch nur kurz für uns Psychologinnen und Psychologen oder generell Menschen, die schon mal einen Fragebogen ausgewertet haben. Wenn Sie drei Items einer Skala haben, die quasi zum Beispiel alle drei Extraversionen messen sollen, dann ist dieser Fragebogen ja so entstanden, also mit der Idee erstens, dass die drei Items auf leicht andere Art dasselbe fragen sollen. Ja? Und entsprechend bilden Sie ja dann auch einen Summenscore. Wenn ich Items summiere, ist es natürlich nichts anderes als so eine Art resultierenden Vektor zu bilden, zu dem quasi jede dieser Variablen mit gleichem Anteil beiträgt. Das mal nur so als Idee. Also wenn wir uns das jetzt hier einfach vorstellen wollen als drei Variablen, die zusammen die was Gleiche messen, dann kann ich eben auch sagen, ich drücke das zum Beispiel in ihrer Summe aus. Das wäre so eine ganz erste einfache Art, die zu variieren. Entschuldigung, zu summieren oder zu aggregieren, sollte ich sagen. Also irgendwie zusammenzufassen, diese Informationen. Bisschen formeller in unserem Kontext heute könnten wir also sagen, wir haben drei manifeste Variablen x, y, z, die haben wir gemessen und die, das zeichnen wir jetzt einfach mal so, im Prinzip ist das unser erstes Strukturgleichungsmodell hier, die wir identifizieren eigentlich eine gemeinsame Komponente dieser manifesten Variablen, die heißt jetzt hier mal Eta zum Beispiel, ja, und wenn wir das jetzt einfach nur im Sinne der Varianzaufklärung machen wollen, weil wir einfach sagen wollen, wir wollen eine Komponente, würde man dann auch sagen, finden wollen, die diese drei Variablen gut bündelt, dann macht man das oft auch mit einer sogenannten Hauptkomponentenanalyse. Die funktioniert im Kern nochmal ein bisschen anders, die wird uns hier nicht so ganz viel beschäftigen, die begegnet Ihnen in der weitesten Sinne Praxis der Datenauswertung, aber sehr, sehr, sehr oft. Beachten Sie jetzt mal hier die Pfeilrichtung kurz, die ich hier andeute. In der Pfeilrichtung steckt im ganzen Konzept aller Strukturgleichungsmodelle und auch so rund um latente Variablen meistens schon etwas drin. Dieser Pfeil bedeutet nicht zwangsläufig, dass es so war, dass die manifesten Variablen diese latente Variable hervorgebracht haben, aber wir nehmen es schon dahingehend genau, dass wir jetzt im Rahmen unseres mathematischen Modells hier in diesem Fall sagen würden, was wir hier eigentlich machen, ist, wir modellieren Eta und auf Eta zeigen ja die Variablen, wir modellieren Eta als Funktion. Wir können im Rahmen dieses Moduls auch sagen, als Linearkombination dieser drei manifesten Variablen. Also irgendwie ein bisschen was von x, ein bisschen was von y und ein bisschen was von z ergibt ja dann diesen Vektor. Ja? Wenn Sie dann nochmal zurückgehen, hier in dieses Bild rein, ein bisschen was von z, ein paar Anteile von y und ein paar Teile von x ergibt mir diese Variable, die wir jetzt hier gerade Eta nennen. Was wir dann damit auch oft ausdrücken ist, wir haben eigentlich keine Hypothese über die zugrunde liegende Struktur erstmal, sondern wir benutzen jetzt eigentlich eine Variable Eta, eine latente Variable, hier in diesem Fall vielleicht erstmal nur als Hilfskonstruktion zur Datenreduktion. Wir wollen einfach, statt uns mit einzelnen Items rumzuärgern, lieber die Informationen sauber bündeln in einer Variable, die quasi zum einen sehr, sehr viel Varianz dieser drei Variablen einfangen wird. Darum wird es dann später auch noch in der Faktorenanalyse noch mal kurz gehen, nämlich wenn man beziffern will, wie viel Varianz wirklich eingefangen wird. Aber im Folgenden rechnet man dann einfach nur mit einer Variable weiter, statt mit drei. Ja, das kann zum Übrigen, ist das ein sehr wichtiger Trick, um Multikollinearität auch zu umgehen. Zu sagen, ich habe da ein paar Regressoren, die sind so hoch multikollinear, ich kann es zusammen in mein lineares Modell gar nicht einschließen. Bilde ich eine latente Variable, eine Linearkombination meiner drei Variablen oder vier und arbeite mit der weiter. Das wäre so eine erste Art, wie latente Variablen in einem Verhältnis stehen können zu den manifesten Variablen, die wir wirklich beobachtet haben.
Jetzt aber Achtung, was habe ich hier gemacht? Ich habe nichts anderes gemacht, als die Pfeilrichtung gedreht. Und dennoch ist das für Leute, die mit Strukturgleichungsmodellen arbeiten, was ganz anderes. Hier würden wir jetzt eigentlich von einer Faktorenanalyse fast schon sprechen wollen. Warum? Weil wir hier gerade, wenn wir das malen, mit der Pfeilrichtung, die wir malen, etwas implizieren. Wir implizieren nämlich, eher wie bei den Seeungeheuern, da gibt es eine zugrunde liegende latente Variable, die diese drei Messungen hervorgebracht hat. Das ist im Übrigen natürlich sehr oft die Idee, die wir auch in der Psychologie haben, über latente Konstrukte, also Extraversion oder sowas. Ich bin so und so extravertiert. Es ist aber ein latentes Merkmal, an das du als Wissenschaftlerin nicht direkt rankommst. Alles, was du machen kannst, ist, du kannst Abdrücke dessen, man könnte vielleicht auch sagen Reflexionen meiner Extraversion, nur in deinen kleinen Fragebogen-Items eben erfassen. In deinem Item X, Y und Z. Die zugrunde liegende Idee, die wir dann aber beide irgendwie hätten, mal würden wir es expliziter sagen, mal nicht, aber die zugrunde liegende Idee ist, es gibt eine latente Variable, nennen sie immer noch Eta, die jetzt aber in dieser ganz anderen Situation quasi die manifesten Daten wirklich hervorbringt sozusagen. Ja? Sie liegt den manifesten Variablen zugrunde. Man würde das meistens, läuft es auf das hinaus, was man eine konfirmatorische Faktorenanalyse nennt, weil man quasi dieses Bild dann schon zeichnen kann, bevor man irgendeine Analyse überhaupt gemacht hat. Also a priori aller Daten würde man sagen, so sollte es dann aussehen. Ja, das, glaube ich, liegt der ganzen Sache zugrunde. Konfirmatorisch wird es dann, wenn ich dann Daten erhebe in X, Y und Z und frage, wie gut passt mein Modell und die von diesem Modell vorhergesagte Kovarianz oder Korrelation zwischen den Items, die sich dann ergeben müsste, zu der wirklich beobachteten Kovarianz. Ich greife da jetzt immer schon so ein bisschen vor, aber darauf steuert die ganze Idee der Strukturgleichungsmodelle im engeren Sinne zu. Sie sind nämlich, hatte ich vorher schon gesagt, ein strukturprüfendes Verfahren. Das heißt, das wäre die Struktur, die ich annehme und ich gucke dann, wie gut passen die Daten dazu. Und damit prüfe ich, ob diese Struktur irgendwie, ob ich das erhärten kann, dass das die Struktur ist, die diese Daten erzeugt hat. Wir haben also eine Hypothese über die zugrunde liegende Struktur und dann nennt sich das konfirmatorische Faktorenanalyse und ist eigentlich auch das, was man oft mit Strukturgleichungsmodellen meint. Strukturgleichungsmodelle können dann entsprechend anwachsen in ihrer Komplexität, das werden wir auch noch sehen, zumindest beispielhaft. Natürlich gibt es dann mehrere latente Variablen, also mehrere solche Etas letztlich. Und dann ist die hohe Kunst, und manchmal wirkt es wirklich ein bisschen mehr wie eine Kunst als wie eine Analyse, aber es ist schon auch ein schwieriges Geschäft, muss man sagen. Die hohe Kunst ist dann quasi die Hypothesen, die man für die Beziehung zwischen diesen latenten Variablen hat, eben auch zu erhärten und zu überprüfen. Man hat also dann Hypothesen über die Struktur zugrunde liegende. Also letztlich zum Beispiel, um im Ungeheuerbild noch einmal zu bleiben, waren da zwei oder drei Seeungeheuer, die all das, was ich oben gemessen habe, hervorgebracht haben. Ja, und du möchtest dann wirklich entscheiden, passt ein Zwei-Ungeheuer-Modell besser als ein Drei-Ungeheuer-Modell, als ein Ein-Ungeheuer-Modell. Ja, das machst du dann mit Strukturgleichungsmodellen. Aber nochmal von vorn. Wenn wir jetzt über latente und manifeste Variablen und Pfeile und so ein bisschen sprechen, wie sieht die Struktur eines einfachen Regressionsmodells eigentlich aus? Also jetzt erste Stunde dieses Semester, irgendwas mit X und irgendwas mit Y. Wie könnten wir uns das vorstellen? Wir könnten sagen, also X haben wir gemessen, ohne Messfehler sowieso, X ist einfach wie es ist, so nach der reinen Lehre des des Regressionsmodells, des allgemeinen linearen Modells. Und irgendwie nehmen wir ja an, wir drücken Y aus als Linearkombination von X, also als Gewichtung von X, richtig? Wir nehmen X und multiplizieren das mit irgendwas, um auf Y zu kommen. Und in dem Sinne eigentlich verwenden wir diese Pfeile auch im Strukturgleichungsmodell, muss man einfach erstmal sagen. So wie wir, wenn wir hier sagen, wenn für dieses
wenn das nichts anderes ist als y ist gleich x, ja, und dann machen wir da eben noch, also wir wissen noch, es gibt irgendwie noch so ein Beta, ja, müssen wir irgendwie schätzen, egal. Es gibt noch so ein Skalar, also ein Wert, mit dem alle x-Werte multipliziert werden. Aber das ist, dann heißt das eigentlich, okay, wenn das das Strukturgleichungsmodell hiervon ist, dann heißt es, der Pfeil heißt nichts anderes als wer steht links, wer steht rechts in der Gleichung. Ja? Die, auf die der Pfeil zeigt, die stehen links, die werden erklärt im Modell. Die nennen wir später auch endogen, weil auf die zeigen die Pfeile, die sind innen im Modell. Und dann gibt es noch die exogen, auf die zeigt kein Pfeil. Die sind, wie sie sind, quasi. Die sind einfach so beobachtet, ja. Soweit, so gut. Aber das ist hier eine Fußnote in dem roten Kasten zur Kausalität nochmal. Können Sie sich im Slide nochmal gerne angucken. Habe ich gerade schon versucht anzudeuten. Dieser Pfeil sagt uns etwas über die Richtung aus, die wir modellieren. Aber der allein klärt nicht die Kausalität, dass das so ist. Ja? Ich kann das natürlich als Hypothese so hinmalen und kann sagen, ich glaube, x verursacht y. Aber mathematisch wird es nicht so sein, dass ich das mit dem Regressionsmodell allein, Entschuldigung, auch mit dem Strukturgleichungsmodell, was wir ab heute uns hier anschauen, beantworten kann. Ja, da muss man aufpassen. Aber ich modelliere es eben. Ich modelliere offensichtlich, wenn ich es so zeichne, nicht x als Funktion von y, sondern ich modelliere y als Funktion von x. So, aber gibt es im einfachen Regressionsmodell nicht auch latente Variablen? Ja. Und beim Malen gerade haben Sie vielleicht schon einen Reflex gehabt, dass Sie gesagt haben, da fehlt doch noch was. Also y gleich Beta mal x, ja, aber wir haben immer gesagt, das lineare Modell hat eben einen Teil, den es erklären kann, mal größer, mal kleiner, dann bleibt da immer was übrig, ein Fehler. Wir wissen also, dass y auch einen unbekannten, manche Autoren nennen das ja auch einfach u, hat, den wir nicht durch x, der ist quasi orthogonal, das wissen wir auch, der ist orthogonal zu dem Anteil von x, soll so sein, muss so sein, ist so definiert. Wie machen wir den jetzt hier rein? Wir würden natürlich sagen, ja, genau, epsilon ist eine latente Variable, die wir nicht kennen. Ja, die können wir nachher irgendwie schätzen. Wir können die Varianz von Epsilon schätzen, aber wir kennen Epsilon nicht. Wir haben auch keine Möglichkeit, Epsilon direkt zu beobachten. Ne? Die Residuen sind Schätzungen davon, aber den Fehler selber kennen wir nicht. Das heißt, ganz genau genommen wäre ein Strukturgleichungsmodell für ein ganz einfaches Regressionsmodell dies, was Sie hier sehen. Manifeste Variable x wird benutzt, um manifeste Variable y zu modellieren. Das heißt auch gleichzeitig, was wir hier noch nicht drin haben, ist, wir brauchen eigentlich, wir müssen wissen, wie stark ist dieser Pfeil. Und die Stärke dieses Pfeils, bildhaft gesprochen, ist unser Regressionsgewicht. Ja? Mit wie viel Umf, wie viel Anteilen von x komme ich hier in y rein. Es gibt auch einen Kollegen, den ich sehr schätze, aus Berlin, den Andreas Brandmeier. Der hat in seinen Strukturgleichungsmodellen mittlerweile was gemacht, dass er diese Variablen tatsächlich so als Füllstände anzeichnet und dann wirklich hier so die Varianzen quasi hat und wirklich sagt, wie viel kann x an y erklären? Und dann hat er das hier wie so ein Füllstand da gemacht. Das ist allerdings nur so eine kleine Idee von ihm, die ich grafisch ganz lustig finde. Wir bleiben aber erstmal dabei, halten fest, dass also in diesem speziellen Fall, das mache ich noch und dann gehe ich weiter, dass wir eigentlich sagen müssen, Beta ist eigentlich sozusagen das Gewicht dieses Pfeils. Ja? Gut. Das führt uns zu einer kleinen Section, die ich in diesem Video hier noch machen möchte, rund um das Thema Pfaddiagramme und Pfade. Ich habe jetzt über Strukturgleichungsmodelle bis jetzt sehr, sehr allgemein gesprochen. Ich habe mal etabliert, dass es offensichtlich um die Beziehung von manifesten Variablen und latenten Variablen gehen wird. Kann ich auch drunter malen, aber irgendwie um die Beziehung. Beziehungen stellen wir grafisch mit Pfeilen dar. Und entsprechend wird es jetzt darum gehen, Pfade
aufzuzeigen, Pfade, die man sich eben vorstellen kann, wie Zusammenhänge. Wenn ich X aufdrehe, wenn von X was kommt, wie viel fließt dann zu Y? Wie schnell, wie stark fließt das zu Y rüber? Wie viel von der unbekannten Variable Epsilon fließt in Y rein, also von unserem Fehler? Vielleicht gibt es noch eine Variable Z. Fließt von Z auch was in Y? Und fließt zwischen Z und X womöglich auch was? Ja? Wenn wir so ein Bild von Fließen oder Trampelpfaden, gibt es verschiedene Bilder, ihr könnt euch das als Wasserleitungen vorstellen. Aber so die Idee von Regressionsgewichten als Pfade, das ist die eigentliche grafische Variante, die jetzt hier benutzt wird. Und deshalb heißt das Ganze dann eben manchmal auch Pfadanalysen, das sehen wir noch. Pfadanalysen im engeren Sinne meint, wir kümmern uns nur um die manifesten Variablen, aber das ist auch so eine Sprachregelung, an die sich nicht alle halten. Pfaddiagramme sind also jetzt erstmal die grafische Art, um das darzustellen. Die haben aber, das sehen wir dann gleich, eine eigene mathematische Lesart. Es gibt nämlich solche Pfadregeln, mit denen ich dann wieder sagen kann, wie viel haben zwei Variablen miteinander zu tun? Abhängig davon, welche Pfade es zwischen ihnen gibt. Hier auf diesem Bild seht ihr zwar vier Pfaddiagramme, die also nichts miteinander zu tun haben auf den ersten Blick, die aber, das sei gesagt, das Gleiche zeigen. Es ist aus einem Buch von Bourgeon, was ich ganz gern mag. Der erklärt eigentlich die Analyse von latenten Variablen ganz allgemein und damit unser Thema heute, Strukturgleichungsmodelle, in all diesen verschiedenen Ausprägungen, Faktorenanalysen, kanonische Korrelationen, auch Pfadanalysen im ganz engeren Sinne. Und er zeigt hier auf, dass man die eben unterschiedlich im Reich annotieren kann, also bekritzeln kann letztlich. Ja? Sie zeigen aber alle dasselbe. Sie zeigen, und deshalb fangen wir mal hier drüben an, eigentlich das, was wir gerade schon gemacht haben. Eine Variable y wird erklärt durch eine Variable x. Und dieser Pfad, sage ich jetzt schon mal, der hat ein Gewicht. Also allein aus dem seht ihr schon, dass quasi das einfache Regressionsgewicht auch jetzt hier mal verstanden werden kann und ab jetzt so mal hier in diesem Kontext bezeichnet wird als Pfadkoeffizient letztlich. Ja? Also statt Regressionskoeffizient, Regressionsgewicht, sage ich jetzt mal Pfadkoeffizient oder Pfadgewicht. Das ist der Pfad, mit dem ich von x zu y komme. Ja? Und dann ist hier aber noch ein Pfeil. Warum ist hier nochmal ein Pfeil? Naja, weil ich hier also auch noch einen Fehler habe. Was der Kollege hier andeuten möchte mit der Zeichnung, ist, dass manche Leute sich nicht mal die Mühe machen würden, hier dieses E hinzuschreiben. Wenn da nichts steht, hieße das, ja, es gibt noch anderen Einfluss auf Y oder andere Varianzanteile, die wir mit X nicht erklären können. Ein bisschen sauberer ist es doch, wenn man wenigstens diese Form hier wählt. Man macht ein Kästchen um Y und eins um X und sagt damit, das sind manifeste Variablen. Und hier schreibt man noch E hin. Und dann wird es eigentlich noch deutlicher, und deshalb gibt es auch überhaupt nichts dagegen zu sagen, das bitte mindestens so zu machen, dass man sagt, manifeste Variablen x und y haben ein Kästchen. Und dann gibt es die latente Variable, e heißt sie jetzt hier, ich habe sie gerade epsilon genannt. Da werdet ihr mir hoffentlich zustimmen, dass das genau das gleiche ist, wie was ich auf dem vorigen Slide hatte. Ja? Zwei Manifeste, die hatte ich in grasgrün oder ozeangrün gemacht und die latente hatte ich in orange gemacht. Und das Regressionsgewicht oder Pfadgewicht. Was man aber auch noch machen kann, ist, man könnte natürlich noch sagen, ja, okay, ich schreibe ja, hier heißt es jetzt A, bei uns heißt es Beta, aber ich habe so einen Wert, das Regressionsgewicht mal X plus Epsilon. Das heißt, ich kann auch schreiben plus 1 mal Epsilon. Und ja, deshalb kann ich auch sagen, dieser Pfeil hat das Regressionsgewicht oder das Pfadgewicht, den Pfadkoeffizient 1, kann ich auch noch hinschreiben. Das ist sozusagen, was ihr hier jetzt links habt, die ausführlichste Variante. Und das ist noch lustig, ich kann in solchen Diagrammen auch Pfeile machen, die sind ein bisschen merkwürdig auf den ersten Blick, die zeigen auf sich selber. So blöd aber auch wieder nicht, wenn man es zu Ende denkt, weil wenn man sagt, ein
Regressionsgewicht ist sozusagen hier ein, oder jedes Pfadgewicht sagt sozusagen auch aus, wie stark, wie viel Varianzanteile eine Variable mit einer anderen gemeinsam hat. Also es steuert so darauf hinaus, dass wir eigentlich sagen werden, naja, so ein Pfeil zwischen x und y, das ist eigentlich auch so, also da steckt auch was von der Kovarianz irgendwie drin. Und dieser Pfeil, der zwei Spitzen hat, aber auf sich selber, also auf dieselbe Variable zeigt, das ist im Prinzip die Varianz dieser Variable. Das ist die, oder Autokovarianz, wie ich, wenn ich Varianzen im Grundstudium einführe, sage ich manchmal, man könnte total gedrechselt auch von der, wem Varianz zu einfach ist, der könnte auch immer ganz gedrechselt von der Autokovarianz sprechen. Und das sieht man in dem Fall ganz schön. Dieser Pfeil C, der wäre, wenn ich das zum Beispiel als einen, macht gerade noch keinen Sinn, weil natürlich kann die Varianz von x einfach ausrechnen. Danke, Ende. Kann ich sagen, c ist so und so groß. Wenn wir sowas später, zum Beispiel hier bei b, haben wir es eigentlich schon, an einer latenten Variable dran haben, dann sehen wir gleich, aha, interessant, wir kennen dieses b gar nicht. Das ist schon eine latente Variable, die wir nicht kennen. Jetzt haben wir aber hier auch noch einen Parameter, b, sprich die Varianz von e, die kennen wir auch nicht. Und das ist aber wirklich wahr. Das ist auch im allgemeinen linearen Modell so, dass der Fehler rund um 0 verteilt ist mit einer unbekannten Varianz Sigma. Ja? Und dieses Sigma entspricht in dieser Zeichnung diesem B, also der Varianz unseres Fehlers. Kennen wir auch nicht. Will nur sagen, man kann Pfaddiagramme malen und kann sich mal ganz explizit machen, was man alles kennt, was man nicht kennt. Und dafür hilft es schon, diese Pfeile hier hinzumachen, weil man in Strukturgleichungsmodellen sich später auch aktiv entscheiden muss, welchen Parameter man frei lässt und sozusagen auch wirklich frei schätzt. Wir werden am Ende des nächsten Videos sehen, ja, ich brauche halt auch hier Freiheitsgrade, um überhaupt in der Lage zu sein. Ich brauche letztlich genug Beobachtungen und nicht zu viele Variablen, um in der Lage sein, alle Parameter, die ich hier in meinem Modell postuliere, alle unbekannten Größen auch schätzen zu können. Ja, und deshalb ist es schon gut, sich das mal explizit hinzuschreiben. Eigentlich in diesem einfachen Modell ginge es darum, A zu bestimmen, C zu bestimmen und B zu bestimmen. Ja, das wären quasi die drei Parameter, die dieses Modell hätte. Man hat aber wirklich beobachtet nur Y und X. Genau. An diesem Slide habe ich jetzt vieles schon gesagt, werde ich das jetzt noch ordentlich aufbauen. Das ist jetzt so ein Nomenklaturslide. Man kann auch ein bisschen sagen, ein Auswendiglernslide. Aber im besten Fall füllt man es natürlich auch mit Leben, während man es lernt. Liest es vielleicht auch nochmal nach im EID oder auch in diesem Beaujean-Buch, was ich auch gerne in Moodle noch zur Verfügung stellen kann, Teile davon zumindest. Exogene Variable bedeutet, das hatte ich vorher schon kurz erwähnt, kein Pfeil weist auf sie. Wir nehmen sie einfach, wir bekommen sie einfach geliefert. Wir modellieren sie in keinster Weise. In unserem Modell machen wir keine Annahmen darüber, wie sie zustande kommt. Sie ist einfach da. Auf sie seht ihr das, kein Pfeil nach x rein, also eine sogenannte exogene Variable. Ich stelle mir das auch immer so vor, die steht so am Rand, beziehungsweise die kommt von außen. Das heißt, der exogene, ja, die ist von außen generiert. Das wird dann deutlich, wenn man es vergleicht mit einer endogenen Variable. In diesem Fall haben wir eine endogene Variable, nämlich y, auf die zeigt mindestens ein Pfeil, in dem Fall sogar zwei Pfeile. Wir modellieren y als etwas. Ich greife da gerne mal vor, weil sonst vergesse ich es später. Das ist wichtig, dass ich es einmal klar mache. Wir machen gerade Pfaddiagramme. Strukturgleichungsmodelle im engeren Sinne heißen deshalb so, weil sie aus mehreren Gleichungen bestehen. Und zwar bestehen sie aus so vielen Gleichungen, wie es endogene Variablen gibt, kann man sagen. Denn jede endogene Variable, in dem Fall haben wir gerade nur eine, die erkläre ich ja. Ich habe ja hier in diesem Fall also eine Variable y, die ich mit etwas rechter Hand jetzt zusammenpuzzeln möchte. Ja? In dem Fall, ich kann es auch noch einmal hinschreiben, schadet ja auch nicht. Irgendwie aus x und aus einmal e y. Ja? Genau. Und dieses hat sozusagen die Varianz von e y ist c. Nein, b. Verzeihung. Genau. Und die Varianz, die muss ich nicht schätzen, die kenne ich zum Glück. Die Varianz von x
die kann ich einfach messen, weil die habe ich ja die Variable beobachtet, aber nur hier im Modell heißt es C. Genau. Dann ist es mal, dann haben wir da oben sozusagen unser Strukturgleichungsmodell schon, was einfach aussieht wie eine Regressionsgleichung. Es ist auch einfach eine Regressionsgleichung. Also, endogen, exogen, ganz wichtiger Unterschied. Pfeil, der eine Spitze hat, impliziert eine Richtung, in der ich hier modelliere. Ja? Ich modelliere also das, was am Ende der Pfeilspitze steht und mit dem, wo der Pfeil herkommt. Das ist ein bisschen schwer zu akzeptieren, aber das ist natürlich nicht Kausalität. Die Psychologin, die Modelliererin kann natürlich sagen, ja gut, aber es ist ja mein Modell momentan noch. Ich habe ja noch gar keine Daten erhoben. Ich stelle mir das so vor. Ja? Dann kann ich natürlich sagen, ja gut, dann kannst du das dir auch als Kausalität vorstellen. Aber du wirst nicht nachher, indem du ein signifikantes Regressionsgewicht hier bekommst, wirst du nicht bewiesen haben, dass es kausal ist. Vielleicht ist immer so was Kleingedrucktes rund ums Thema Kausalität, über das wir dann auch nochmal sprechen werden. Aber man stellt diese Modelle hier auf und es schwingt eben oft so ein bisschen mit, dass man sagt, okay, es macht schon Sinn, dass ich mir das so rum vorstelle, dass ich sage, Y wird modelliert als die Einflussgröße X und ich stelle mir das irgendwie kausal vor, aber mathematisch ist es keine Kausalität. Pfeile mit beiden Spitzen, das gilt im Übrigen, hier haben wir jetzt nur welche, die auf sich selber zeigen sozusagen, aber später haben wir manchmal auch zwischen zwei latenten Variablen zum Beispiel so einen Doppelpfeil. Und das bedeutet dann immer, ein Doppelpfeil bedeutet einfach, ich betrachte eigentlich gerade eine Kovarianz, eine oder auch, ihr wisst, wenn ich eine Kovarianz nochmal durch die Standardabweichungen teile, kommt eine Korrelation raus. Also deshalb verwende ich auch den Begriff hier manchmal ein bisschen austauschbar. Und wir sehen auch gleich noch, warum ich das eigentlich auch darf, sehr oft in den Strukturgleichungsmodellen. Also, Pfeil mit beiden Spitzen drücken, erstmal nicht sozusagen, ja, drückt einfach einen Zusammenhang aus, ohne diese regressionsartige Richtung des Modellierens quasi zu implizieren, die wir hier in einem Pfaddiagramm mit einem gerichteten Pfeil abbilden. Was haben wir noch? Eckig, latent, haben wir wirklich jetzt schon mehrfach gesagt. Wir könnten also hier sagen, der Messfehler ist eine exogene Variable, richtig? Auf den zeigt niemand, den modellieren wir per se nicht. Außer er selber sozusagen, wir müssen irgendwie vielleicht seine Varianz schätzen, wenn wir wollen. Und er ist aber auch latent. Ja? Wir können ihn nicht direkt beobachten. Insofern wäre er latent und exogen. Und X wäre manifest und exogen in diesem Fall. Und Y wäre manifest, aber endogen. Genau, das sind die sogenannten Pfadkoeffizienten A und C, das hatte ich erwähnt. Ja, manchmal sieht man in den Bildern, da habe ich jetzt oben drüber gekritzelt, Verzeihung, hier oben nochmal bitte gucken, was gerade eingeblendet wurde. Manchmal sieht man in diesen Bildern noch eine Konstante. Wenn wir also sagen würden wollen, ich male mal kurz in irgendeins hier noch rein und würde sagen, ich modelliere natürlich auch den Intercept, ja, dann ist das eine Konstante. Und dann kann ich also entweder sagen, einmal, das machen wir ja oft in der Regressionsanalyse so, dass der Konstante quasi, andersrum. Sorry, das war jetzt Quatsch. Die modelliere ich auch, diese Konstante, die ist quasi sozusagen 1, die hat einfach den Wert 1. Aber wie stark ich die da reinmische, das ist dann der eigentliche Intercept oder der eigentliche Wert. Also der könnte eigentlich ja dann natürlich auch noch irgendwie ein zusätzlicher Pfadkoeffizient sein. Ja, der Intercept selber, das läuft natürlich einfach darauf hinaus, dass ich nachher diesen Pfadkoeffizient hier für den Intercept einfach drauf addiere auf mein Modell, klar. Aber nur, wenn man es ganz explizit schreibt, kann man das machen, dass man diese Intercepts oder diese Off-Konstanten hier auch mit einzeichnet. Das geschieht nicht immer. Wir sehen auch gleich, warum. Sehr oft spielen die eben keine Rolle, nämlich wenn alles im Modell, das kann ich schon mal sagen, Z standardisiert ist. Und das machen die meisten dieser Modelliererinnen und Modellierer für Strukturgleichungsmodelle, dass man alle Variablen Z standardisiert. Das hat zwei Vorteile. Erstens, um Intercepts brauche ich mich nicht mehr kümmern. Die sind 0. Zweitens, hier nochmal, Korrelation versus Kovarianz. Ich kann jeden Doppelpfeil direkt als Korrelation interpretieren. Wenn ich einen Doppelpfeil zwischen zwei Variablen einzeichne, meine ich damit, ich glaube, diese Variablen sind so und so korreliert.
Ja? Weil eine Kovarianz geteilt durch Standardabweichung ist eine Korrelation. Und die Standardabweichungen von Z-standardisierten Variablen sind 1. Das ist also, wie wenn ich die Kovarianz durch 1 mal 1 teile, dann ist also die Korrelation schon gleich der Kovarianz. Gut, jetzt zum ersten Mal hier ein bisschen komplizierteres Pfadmodell. Ein Pfaddiagramm. Wir gucken gleich mal drauf und sehen gleich, unser Auge springt so ein bisschen dorthin, wo diese Pfeile alle hingehen. Die gehen alle in eine Variable y. Und wir haben wiederum die Situation, dass es einen Fehler gibt. Und wir haben die Variablen x1, x2, x3, die sozusagen als Einflussgrößen auf y hier modelliert sind mit ihren Pfadkoeffizienten a, b und c. Und dann haben wir jetzt aber, weil wir mehrere manifeste Einflussgrößen haben hier auf y, eben auch diese Situation, von der ich schon gesprochen habe, wir haben auch diese Verbindungen hier. Erstmal kann ich die ja einzeichnen. Das müsst ihr irgendwie akzeptieren, dass wir hier gerade so ganz im hypothetischen Bereich unterwegs sind. Wir können hier alles machen. Ja? Wir könnten auch hier sagen, das ist mein Modell. Oder wir könnten sagen, mein Modell ist, diese da oben gibt es alle zum Beispiel nicht. Diese, oder anders gesagt, die setze ich gleich 0. Ich setze diese Korrelationen, kann ich sagen, oder Kovarianzen zwischen x1, x2 und zwischen x2, x3 und x1, x3 gleich 0. Ihr könnt euch selber kurz fragen, drei manifeste Variablen, x1, x2, wie die wiederum zueinander konfiguriert sind, geometrisch, je nachdem, wie groß diese Gewichte jetzt hier sind. Ja? Oder auch sogar, welches Vorzeichen diese Gewichte haben. Diese Gewichte könnten ja auch negativ sein. Was würde das dann bedeuten für die Konfiguration? Also das mal möchte ich kurz an euch delegieren. Das könnt ihr euch mal überlegen. Das ist jetzt nicht unser Hauptproblem. Wir könnten hier drauf aber als Aufgabe mal sagen, schreiben Sie dieses Pfadmodell, was Sie hier sehen, mal als Regressionsgleichung. Wir bewegen uns sozusagen jetzt rüber in das Formalisieren der Strukturgleichungsmodelle oder dass wir auch sehen, was das eigentlich bedeutet. Wenn das mein Modell ist, wie übersetzt sich das denn in eine Gleichung? In dem Fall kann ich sagen, weil es ja nur um ein y geht, ist es eigentlich, wird auf eine Regressionsgleichung hinauslaufen. Aber ich kann das dann auch etwas hochtrabend als Strukturgleichungsmodell bezeichnen. Schreiben wir das mal. Und dabei soll ich die notwendigen Symbole und die Bezeichnung des Diagramms nutzen. Eine Aufgabe für euch. Und wenn ich das tue, ergibt sich also y als a mal x1 plus b mal x2 plus c mal x3 plus Fehler. Also in unserer normalen Regressionssprechweise würden wir a als Beta 1, b als Beta 2, c als Beta 3 bezeichnen. Nur, dass wir uns einig sind. Aber ist auch egal, macht dieses Lehrbuch halt ein bisschen anders. Damit können wir umgehen. Plus den Fehler, der kommt hier auch rein und ihr könntet auch euch davor schreiben, plus einmal Fehler. Ja? Das ist diese 1 hier, das ist das Regressionsgewicht. Jetzt kommt nochmal explizit das, was ich gerade schon immer versucht habe anzudeuten. Wir machen dieses Modell. Wir spielen hier so ein bisschen Gott, wie ich gerne mal sage. Das ist erstmal unser Modell über die Welt. Und deshalb, weil das so ist, nehmen wir auch an, dass alles da gezeigt ist, was von Relevanz ist. Wenn wir also davon ausgehen, dass es keine Korrelation zwischen x2 und x3 gibt zum Beispiel, ja, dann würden wir da dieses f auch nicht hinzeichnen. Ja. Wenn wir dort keine zeichnen, nehmen wir auch keine an. Ja. Das unterstreicht nochmal, dass Pfadmodelle erstmal dazu da sind, um Hypothesen abzubilden, Hypothesen über die Welt, relativ komplizierte Zusammenhänge über die Welt, formulieren, formalisieren zu können. Und der zweite Schritt ist dann zu sagen, jetzt erhebe ich Daten oder jetzt habe ich hier Daten und ich gucke, wie gut passt dieses Modell, was ich da gemalt habe, mit genau diesen Verbindungen letztlich auf die Daten. Ich würde entscheiden, dass ich sage, na gut, also du darfst jetzt an den Daten noch freischätzen, ob B, A, B, C da sind und wie stark die sind. Und wir gucken dann aber, ob sich sozusagen aus, wenn ich dann sage, okay, die Verbindung zwischen x1 und y sollte so und so stark sein, sprich das Regressionsgewicht a sollte vielleicht genau gleich 2 sein, dann müsste sich ja eine bestimmte, aus diesen Zusammenhängen, eine bestimmte
Kovarianz oder Korrelation am Ende ergeben zwischen x1 und y. Denn, darauf komme ich gleich als nächstes noch deutlicher, wir sehen ja diesem Modell schon an, dass es irgendwie y und x1 zusammenhängen über den direkten Pfad, so nennen wir das auch, a, aber auch über x2, weil x1 und x2 ja Varianz gemeinsam haben, Kovarianz, das ist dieser Pfad d, da gibt uns die Stärke dieser Kovarianz an. Und dann hat ja x2 wiederum auch einen Einfluss auf y. Also, wenn ihr an das fließende Wasser denkt, ja, ihr dreht x1 den Hahn auf, da fließt was, dann fließt was über a in y rein. Ich nehme die Pfadregeln gerade schon vorweg, nehme ich die erst auf den nächsten Slide kommen, Entschuldigung. Da oben, d, nehmen wir mal an, kann auch was fließen. Wir wissen noch nicht genau, wie das ist mit diesen doppelköpfigen Pfeilen, aber irgendwie ist da eine Verbindung. Und x2b fließt dann da unter auch was. Ja, das heißt, die beobachtete Kovarianz zwischen x1 und y ist größer als nur x1a, sondern diese anderen Pfade, die spielen auch alle eine Rolle. Und deshalb ist es also so wichtig, genau sich festzulegen, welche Pfade nehme ich an. Und dann kann man hinterher schauen, wie gut passt das, was dieses Modell an Kovarianz und Korrelationen vorhersagen würde, zu dieser beobachteten Matrix aus Kovarianzen oder Korrelationen zwischen deinen Variablen. Also, nochmal zusammenfassend. In diesem Bild, D, E und F sind letztlich Kovarianzen. Wenn alle Variablen Z standardisiert sind, ist das das gleiche wie Korrelationskoeffizienten. Mit allem, was ich über Korrelationskoeffizienten weiß. Ja, kann minimal minus 1, maximal 1 werden. Und entsprechend drückt sich da drin ein starker linearer Zusammenhang aus. Wichtige Take-Home-Message aber, offensichtlich modellieren wir hier erstmal auch nur lineare Zusammenhänge. Ja, die ganzen Strukturgleichungsmodelle basieren letztlich auf linearen Zusammenhängen. Das müsste nicht so sein, ist aber üblicherweise so. Sind also auch lineare Systeme, lineare Modelle. A, B und C sind die sogenannten Pfadkoeffizienten, das hatte ich schon gesagt. Und das ist jetzt in diesem Kontext eigentlich nichts anderes als ein anderes Wort für standardisierte Regressionskoeffizienten, wie wir sie aus der multiplen Regression längst kennen. Ja? Und das heißt, die Interpretation von C zum Beispiel hier ist auch, das ist das Regressionsgewicht von x3 auf y unter Konstanthaltung der anderen Regressoren. Also das hier in diesem Fall ist es eine multiple Regression letztlich. Eine Regression, die aber explizit modelliert oder in Kauf nimmt oder einpreist, dass x1, x2, x3 zu bestimmten Stärken, nämlich Stärke d, f und e, auch untereinander korreliert sind. Ja? Um also die geometrische Frage von vor 5 Minuten aufzugreifen, wenn wir sicher sind, dass x1, x2, x3 orthogonal sind oder wir sie modellieren wollen als orthogonal, letztlich können wir mit so einem Verfahren auch prüfen, ob sie orthogonal sind, dann würden wir diese Pfeile weglassen und würden sagen, die sind gleich 0, die gibt es nicht, die brauche ich dann auch nicht einzeichnen. Und ich würde damit annehmen, x1, x2 haben nichts miteinander zu tun. Es gibt keinen Pfeil, der mich von x1 zu x2 bringt. Ja? Und jetzt kommen die Pfadregeln, weil wenn ihr das oben zuhaltet hier, ja, habe ich jetzt auch noch nie gemacht, aber ich kann es ja mal zum Spaß noch kurz machen. Ich kann sagen, wenn das nicht da wäre, ja, das gibt es gar nicht, dann könntet ihr jetzt sagen, wieso, aber x1, x2 hängt doch trotzdem zusammen. Und hier kommen jetzt die Pfadregeln ins Spiel. Ihr könnt Kovarianzen und Korrelationen ablesen aus solchen Pfadmodellen, wenn ihr euch an ein paar Regeln haltet. Ablesen geht so weit, dass wenn ihr wisst, was der Wert von A ist und der Wert von B und der Wert von C und auch da oben von D und F, dann könnt ihr sogar ausrechnen, wie stark die Korrelation sozusagen ist. Aber bei den Pfadregeln muss man einiges ein bisschen beachten und zum Beispiel wäre es Betrug, stimmt nämlich einfach nicht, hier jetzt so rumzugehen, Entschuldigung, also sozusagen so rumzugehen, das ist nicht erlaubt. Das schauen wir uns jetzt genauer an den Pfadregeln. Also, die berühmten Wrights
Fahrtregeln. Das ist der Sewell Wright. Das war ein Genetiker, der ist, glaube ich, wann war der geboren? 1914 oder sowas. Also Mann des frühen 20. Jahrhunderts oder vielleicht auch ein bisschen früher, aber gewirkt hat er so in den 30er, 40er Jahren. Sein Vater, Philip Wright, glaube ich, war auch ein Ökonom. Und die haben sozusagen zusammen, der im Wechselspiel aus Vater und Sohn, Genetiker und Ökonom, einige dieser Regeln entwickeln, die bis heute Gültigkeit haben und die man bis heute verwenden kann, um in solchen Pfadmodellen zurechtzukommen. Also das sind ziemlich einfache Regeln, die mir erlauben, die Kovarianz zweier Variablen, zum Beispiel x1 und y, in so einem Pfadmodell, also gegeben dieses Bild, zu ermitteln, indem ich die richtigen Pfade summiere. Würde euch nicht überraschen zu sagen, Kovarianzen summiert ergeben irgendwie andere Kovarianzen. Und wenn ich also mir das sozusagen zusammenpuzzle jetzt über die richtigen Pfade, also über die richtigen Regressionsgewichte, die mir ja quasi sagen, wie viel Anteil von x steckt in x2, wie viel Anteil von x steckt in y, dann kann ich mir so eine Art gesamten Effekt, würden wir manchmal auch sagen, zusammenpuzzeln, die gesamte Varianz, die zwei Variablen vielleicht gemeinsam haben. Also, schauen wir mal. Und wir gehen jetzt immer schon mal davon aus, das habe ich hier nochmal kleingedruckt hingeschrieben, dass wir mit über unstandardisierte Variablen jetzt nicht reden. Wir gehen davon aus, dass wir alle hier drin sind, sozusagen alle sind Z standardisiert. Okay? Also das heißt, alle Variablen haben einen Mittelwert von 0 und eine Standardabweichung von 1. Okay? Das nur noch kurz hier hingekritzelt. Also jetzt zum krönenden Abschluss eigentlich dieses Videos. Die Tracing-Regeln nach Wright. Erstmal schau, welche Pfade gibt es überhaupt. Erstens, ermittle alle Pfade zwischen x und y. So, wie viele Pfade gibt es zwischen x1 und y zum Beispiel? Da gibt es den Pfad A, den Pfad D und den Pfad B. Es gibt aber auch den Pfad E und C. Wenn wir jetzt erstmal pro Pfad nur multiplizieren, dann müssen wir erstmal, wenn wir bei 1 bleiben, heißt das einfach, A muss ich nicht multiplizieren. A habe ich einfach. Aber für D, B muss ich also sagen, ich muss D mal B nehmen. Also habe ich sozusagen für, um jetzt x1 zu y zu ermitteln, habe ich quasi a, muss ich nichts multiplizieren. Welche Pfade habe ich noch? Ich schreibe es erstmal so hin. Ich habe d mal b. Was habe ich noch? Ich habe e mal c. Entschuldigung, ich bin ein bisschen langsam gerade. E mal c, ihr seid wahrscheinlich schneller. Und jetzt kommt was, wo ihr könntet vielleicht sagen, aber halt mal, wir könnten doch auch noch D, F, C springen. Und jetzt muss man das einfach zur Kenntnis nehmen. Da gibt es hier eine schöne Regel, die uns davon abhält, nämlich pro Pfad, und das hier oben sind jetzt drei Pfade, ja? A ist ein Pfad, D, B ist ein Pfad, E mal C ist ein anderer Pfad. Wenn ich einen Pfad D, F, C oder so machen würde, dann hätte ich dort zweimal einen doppelspitzigen Pfeil drin, richtig? Ich hätte also zweimal hier nur die Kovarianz genommen. Machen wir nicht. Führt im Ende zum falschen Ergebnis. Deshalb, was wir haben, ist, wir haben entweder DB, da ist aber nur D doppelspitzig. Oder wir hatten EC, da ist nur E doppelspitzig. Es darf also nur einen doppelspitzigen Pfeil geben, das ist damit erfüllt. Wir machen keine Schleifen. Das heißt, das hieß hier drittens, wir gehen also für einen zu ermittelnden Pfad nur einmal durch eine Variable. Wir kommen da nicht nochmal vorbei. Das ist kurz gesagt das, was heute ein bisschen moderner als Directed Acyclic, also azyklische Graphen bezeichnet wird. Das zeige ich euch nochmal in meiner Kausalitätsvorlesung am Schluss des Semesters. Da sehen wir ganz viel dessen wieder, weil die sogenannten Directed Acyclic Graphs aufbauen auf den auf diesen grafischen Lösungen der Strukturgleichungsmodelle. Und also auch hier gilt, wir arbeiten azyklisch. Wir schließen nicht irgendwo aus Versehen einen Kreis, dass wir durch eine Variable nochmal durchkommen. Ja? Das ist mit diesen Schleifen hier gemeint. So, jetzt haben wir also diese drei Pfade ermittelt. Fehlt uns einer? Ich glaube nicht. Und die müssten wir jetzt summieren. Wir müssten also sagen, wir müssen eigentlich a plus
D mal B plus E mal C machen und haben so die gesamte, weil alles Z-standardisiert ist, die gesamte Korrelation zwischen X und Y oder auch eigentlich ein bisschen eingängiger fast die gesamte Kovarianz zwischen X und Y damit beziffert mit diesen Regeln. Und diese Regeln, die sehen jetzt kurz kompliziert aus, sind aber eigentlich ganz einfach. Folge dem Pfeil in Pfeilrichtung, geh maximal einmal über einen Doppelpfeil, geh nie in der falschen Richtung von den Pfeilen und summiere alle Pfade, die du gehen kannst, am Ende auf. Wenn du das tust, hast du die Korrelation, Kovarianz zwischen zwei Variablen ermittelt. Und das gilt in dieser Schlichtheit dann doch wieder für auch sehr viel kompliziertere Strukturgleichungsmodelle, die wir uns nächstes Mal anschauen. Ich beende dieses Video heute mit folgender Taxonomie. Also eine Art Übersicht, Einordnung quasi dieser ganzen Tierchen, die es da gibt. Die habe ich von Bourgeon geklaut. Der sagt, und das finde ich eine gute Idee, darüber nachzudenken, Strukturgleichungsmodelle ganz allgemein lassen sich aufteilen in sogenannte Pfadmodelle, Pfadanalysen. Das, haben wir heute gesehen, ist dann eigentlich, was wir aus der multiplen Regression kennen. Das heißt auch, die multiple Regression lässt sich verstehen als ein Spezialfall, als ein wahrscheinlich noch relativ langweiliger Fall der Strukturgleichungsmodelle. Die ANOVA, das wissen wir, ist ein Spezialfall der multiplen Regression. Eine Korrelation ist sowas wie eine Art Regression mit zwei standardisierten Variablen, ist also auch ein Spezialfall. Der T-Test ist ein Spezialfall der ANOVA oder der Regression, könnt ihr unten auch noch hinschreiben, wenn es mir hilft. Die zumindest den Psychologinnen und Psychologen hier bestens bekannte Faktorenanalyse, die in der differenziellen und Persönlichkeitspsychologie eine Riesenrolle spielt, die dort quasi die Hauptwaffe war, um überhaupt Instrumente zu entwickeln und auch um Modelle zu prüfen, ist ein Strukturgleichungsmodell. Habe ich heute so ein bisschen als Eingangsbeispiel gewählt, werden wir uns auch nochmal, wenn die Zeit es erlaubt, noch ein bisschen im Detail angucken, was Faktorenanalyse eigentlich auszeichnet. Interessant finde ich bei Bourgeon noch, dass er sagt, zu Recht, Item-Response-Modelle, ganz kurz noch, warum steht es hier jetzt in einem extra Track sozusagen der Strukturgleichungsmodelle? Was unterscheidet die zentrale Stellung der latenten Variablen? Hier haben wir eigentlich keine latenten Variablen. Wir haben so ein Epsilon, aber darüber ist dann eigentlich hier auch jetzt wenig die Rede gewesen. Pfadanalysen zeichnen sich aus. Und es gab auch erste mathematische Lösungen für Pfadanalysen in den 50er, 60er Jahren. Die zeichnen sich aus dadurch, dass sie keine latenten Variablen modellieren, sondern eher eben wie die multiple Regressionen arbeiten. Davon abgesetzt aber Faktorenanalyse, wo wir klar sagen, wir haben latente Variablen, müssen wir uns noch genau anschauen, wie, aber dort spielen latente Variablen eine sehr große Rolle. Warum dann hier Item-Response-Modelle aus der Testtheorie, vielen von Ihnen bekannt? Hörakustiker jetzt keine Panik kriegen, ist nicht schlimm, wenn sie das nicht kennen, aber die dies kennen zur Einordnung. Warum kann ich hier auch sagen, ein Item-Response-Modell oder also das Rush-Modell zum Beispiel gehört unter die Strukturgleichungsmodelle? Das kann ich sagen, das hatte ich schon gesagt, weil letztlich die manifeste Variable ist, wurde das Item gelöst oder nicht. Die modelliere ich aber aus latenten Variablen Fähigkeit letztlich, ja, die ich hier quasi habe. Ist eigentlich eine latente Variable. Und das kann ich noch weiter treiben. Ich kann nämlich auch sagen, wirklich im engeren Sinne traditionell multivariat kann ich auch arbeiten, wenn ich eigentlich mehrere latente Variablen habe, um deren Beziehung untereinander es mir geht. Und da werden wir dafür eine Technik verwenden, die benutze ich im nächsten Video, um auch einmal so das jetzt so, also ein Struktur, die benutze ich eigentlich als Beispiel, um euch ein Strukturgleichungsmodell nochmal so richtig zu demonstrieren. Benutze ich ein Problem, was man als kanonische Korrelation bezeichnen kann. Das kennen wir jetzt noch nicht, aber damit geht es im nächsten Video weiter. Dies als kleine Aufwärmung für Strukturgleichungsmodelle. Bis zum nächsten Mal.